Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Also ich war jetzt ein bisschen spazieren, ein paar Stunden. Und dann fing es an zu nieseln, also zu regnen, nieseln. Das war so ein Wechsel, es nieselt gerade ein bisschen. Ich habe mir jetzt hier so einen fixen Shelter aufgebaut. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, von allen drei Seiten geschlossen. Vorne ist der Ausgang. Und ja, ich habe den Trangiat Ringangel dabei. Habe es mir hier so ein bisschen gemütlich gemacht. Und werde jetzt euch köcheln. Also ein ganz kleines Video. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Viel Spaß dabei. Was gibt's? Chibabchichi mit Reis und Paprika. Kopf habe ich bei und halt den Trangiat Ringangel und den werden wir jetzt mal entzünden. Nee, noch nicht. Ah, jetzt hat es. So, ich bereite das hier mal vor. Griffel. Minustemperaturen haben wir im Moment nicht. Können wir gleich mal nachschauen. Jetzt regnet es stärker. Wir gucken mal, was die Uhr sagt. Den Sensor habe ich hier außen am Rucksack. Ich glaube, ich muss noch mal eine Frage machen. Ja, 5,7 ist jetzt nicht großartig kalt. So, ich mache mir jetzt mal das Essen warm, wenn das richtig kräftig anfängt zu regnen. Und melde mich dann gleich wieder. Ja Leute, jetzt geht's richtig los. Eben gerade richtige starke Windmühlen. Der Regen wird auch kräftiger. Naja, ich mache mein Essen gerade. Mal schauen. Genug. Ich lasse es mir jetzt schmecken und dann melde ich mich natürlich gleich wieder. Ach, richtig windig draußen, aber hier drin ist ganz gemütlich. So, Topf ist leer, Trangiat ist aus. Jetzt erstmal einen Schluck trinken und dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt keine Lust, auch den Topf abzuwaschen. Ich werde ihn einfach in meinen Müllbeutel reinpacken und so mitnehmen. Den Kocher zerlege ich wieder und packe ihn in seine Tasche. Ja. Aber ich warte hier noch ein bisschen ab, bis das Wetter etwas besser wird. Ja, obwohl, langsam geht's. Aber warten wir noch ein bisschen ab. So, ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal von außen. Ja, also so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Ich mache nochmal ein bisschen mehr Licht. Ja. Wir können hier mal ein bisschen nachspannen, weil es regnet.
Ja, also man kriegt das halt nicht komplett von der Fläche her genutzt. Also man könnte das jetzt hineinziehen, wäre vielleicht besser, aber das geht auch so. Okay. Ja, ist halt ein kleines, feines Shelter jetzt. Hauptsächlich nur Schutz vor Regen und Wind. Ja, man könnte jetzt durchaus hier geschmeidig übernachten, auf jeden Fall. Aber ich bin heute nicht zum Übernachten unterwegs, sondern einfach mal eine kleine Tour gemacht. Ein Tarp habe ich fast immer mit dabei, weil es ist halt ein super Wetter-Windschutz. Da habe ich jetzt auch nichts Besonderes. Das ist jetzt einfach nur so eine Art Footprint, also einfach ein Stück wasserdichten Stoff als Unterlage zum draufsetzen. Ich habe zwar eine aufblasbare Isomatte mit, aber ich hatte keine Lust, die aufzublasen jetzt. War jetzt ganz fix gekocht. Ja. Setz mich jetzt noch kurz hin. Genieße das Ganze ein bisschen und dann fange ich an abzubauen. Und dann geht's auch schon nach Hause. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte gerade abbauen und jetzt fing es nochmal an, kräftig zu regnen. Naja, ich warte jetzt den Regen ab und dann baue ich ab. Aber an dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. War ein kleines, aber feines Abenteuer. Habe ich ganz gern. Mal so für zwischendurch, muss mal sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Bis dahin, euer Lobo 209.